Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Fußball Kompakt. Heute mal ohne Bilder und ganz knapp, denn es geht um die Europameisterschaft 2016. Und ich will sagen, liebe EM 2016, gut, dass du vorbei bist. Grund Nummer 1, die komplette Heuchelei vieler Fußballfans, die mir inzwischen dermaßen auf den Sack geht. Da war gestern Abend das Finale Frankreich gegen Portugal, wo ein großer Fußballer, Ronaldo, sehr, sehr schade, dass er so früh vom Platz runter muss. Wegen dieser Tritte von Payet. Das kann immer mal passieren, aber dann da so einen Skandal draus zu machen und diesen Vorsatz dem Payet vorzuwerfen und auch das von Leuten, die das ganze Jahr über sagen, ah, dieser Ronaldo, diese Pussy, diese Memme, das kommt das ganze Jahr aus deren Münder und dann wird er einmal umgetreten und plötzlich bekommt er einen Heiligenschein. Leute, auf dieses falsche Mitleid von euch kann der verzichten. Es ist ein toller Fußballer, es ist auch wohl ein sehr karitativ engagierter Mensch. Und das ist einfach nur daneben. Das ist genau dieselbe Motivation von Partypooping, die die Leute betreiben, die den Franzosen vorwerfen, sie haben den Jubel der Isländer geklaut. Und dann machen sie sich in sozialen Netzwerken isländische Namen oder kaufen das Island-Trikot, weil sie es so toll finden. Denkt mal drüber nach, ob das konsequent ist. Ist es nicht wirklich. Der zweite Punkt, der mich nervt, war die öffentlich-rechtliche Berichterstattung über die Deutschlandspiele. Das war Hofberichterstattung. Man kann es nicht anders sagen. Es gibt 24 Mannschaften bei einer EM jetzt neuerdings und da kann man viel, viel tolle Sachen über die Taktik oder über die neuen Teilnehmer erzählen. Stattdessen gibt es unnötige Schalten nach Evian ins Mannschaftslager mit null Informationen und auch Mehmet Scholl sollte jetzt die aufgedeckte Geschichte zu den Honoraren auch falsch sein. Ich sage eins, diese Sätze wie, ja, es ist eine sehr defensiv geprägte EM, das ist nicht so spannend für die Zuschauer, das bekommt jeder Blogger 20 Mal besser gesagt und 40 Mal eloquenter dahergesagt, wahrscheinlich für viel weniger Geld. Und liebe Journalisten, irgendwann hattet ihr ja mal einen Drang, Journalist zu werden. Und ich glaube, der Journalist von damals in euch, der würde sich ziemlich schämen für das, was ihr da fabriziert habt. Und der letzte Punkt, der mich extrem genervt hat, war dieses Trittbrettfahren von vor allem rechten Kleinparteien in Sachen ja, Boateng, in Sachen Özil, immer diese Tweets nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft oder diese Sachen wie, ja, das ist ja eine afrikanische Mannschaft, Frankreich. Und ich sage, hey Leute, echte Fußballfans, die interessieren sich nicht für Hautfarben, die interessieren sich dafür, ob eine Mannschaft gut ist, ob die Spieler motiviert sind. Und ihr Leute, ihr interessiert euch in Scheiß für Fußball, also verpisst euch auch während dieser großen Turniere und lasst uns in Ruhe. Aber zum Glück ist bald der Fußball wieder den Leuten, die sich auch das ganze Jahr über dafür interessieren. Ich sage tschüss, bis bald, wenn mal wieder Liga ist und so lang, tschüss.